Die Trainerkämpfe kommen noch im Dezember. Ich war auf einem Presseevent von Niantic, durfte das Ganze schon fast 2 Stunden lang anspielen, ein paar Mitarbeitern von Niantic einige Fragen stellen und werde hier nun sämtliche Informationen, die ich aus ihnen rausquetschen konnte, preisgeben. Genau, hier am Anfang direkt mal eine kleine Checkliste für die Ungeduldigen, die sofort heiß auf Infos sind und alles direkt wissen möchten. Man kann Duelle, 3 gegen 3 Duelle gegen andere Spieler initiieren. Und zwar entweder wie beim Tauschen, wenn sich jemand in der Nähe befindet, funktioniert dann auch rechts unten über die Liste in der Nähe, da gibt es einen dritten Tabulator, oder über die Freundesliste für Hyper und beste Freunde, also Level 3 und Level 4 Freunde. Wer jedoch keine Freunde hat, feels Batman, der kann gegen die jeweiligen Teamleiter trainieren. Das sind computergesteuerte Kämpfe. Und zwar alles in 3 verschiedenen Ligen. Superliga, blau wie der Superball, Hyperliga, wie der Hyperball oder die Meisterliga, natürlich wie der Meisterball meine ich natürlich. 1500 WP, 2500 WP, unbegrenzte WP. Das heißt, in der Superliga können ganz einfach auch neue Spieler gewinnen, die noch keine starken Pokémon haben. Das macht nichts, man kann sowieso nur welche nehmen, die maximal 1500 WP haben. Unbegrenzte Kämpfe, man muss nicht beleben, man muss nicht aufheilen, fetter Daumen hoch dafür. Es gibt Belohnungen, aber nur für die ersten 3 Spielerkämpfe und für den ersten Trainer-Teamleiterkampf. Also 3 für PvP und 1 für PvE in Wahrheit und das ist eben der Teamleiter. Man muss aber nicht gegen den jeweiligen Teamleiter der eigenen Farbe kämpfen, man kann sich aussuchen, wen man möchte. Achtung festhalten, jedes Pokémon bekommt eine 2. Ladeattacke, aber nicht kostenlos, da muss man ein bisschen Sternenstaub und Candies ausgeben. Im Kampf hat sich so einiges getan, dort kann man zum Beispiel in den PvP-Kämpfen nicht mehr ausweichen, man hat aber einen Schutzschild. Die Ass-Trainierer-Medaille ist zurück, Niantic hat nämlich ein Ass aus dem Ärmel gezaubert, wer nämlich trainiert, der kann diese Medaille wieder sammeln. Und außerdem zählen die Duelle gegen andere Spieler als Interaktion, erhöhen also das Freundschaftslevel. Die Belohnungen, die wir bisher gefunden haben, waren Sinnoh-Steine und Sternenstaub. Aber vielleicht gibt es da auch noch in Zukunft mehr. Und da will ich auch was dazu sagen. Alles, was ich hier erwähne, das haben wir eben in diesen 2 Stunden herausgefunden. Das sind Infos, die jetzt schon veröffentlicht wurden, die wir erfragt haben etc. Man muss nur mal zurückdenken an das neue Arena-System oder Raid-System von damals. Mittlerweile hat sich da so viel geändert an den Belohnungen, an dem System im Allgemeinen. Also so ist es vielleicht jetzt geplant und umgesetzt worden, aber in Zukunft kann sich da auf jeden Fall etwas ändern, das will ich nur dazu sagen. Gut, fangen wir mal an. Auf diesem Presseevent haben wir einen Vortrag gesehen, eine Präsentation des neuen Features, durften dann auch noch Robert und Matt von Niantic Fragen stellen und am Ende dann, solange wir wollten in Wahrheit, die Kämpfe ausprobieren auf speziellen Pressehandys eben. Also das Feature ist noch nicht online. Man kann sich nun bei den Kampfteams für jede Liga verschiedene Dreierteams speichern, denn die PvP-Kämpfe sind 3 gegen 3. Wenn man die Pokémon ausgewählt hat, kann man vielleicht gleich dafür auch eine neue Attacke erlernen, denn das ist strategisch gesehen wirklich ein großer Vorteil, wenn man 2 Ladeattacken hat von verschiedenen Typen, aus welchen man dann wählen kann. Aber man kann nicht sofort bei allen Pokémon diese Attacke hinzufügen, denn das geht ansonsten in den Sternenstaub rein und in die Bonbons. Also ein neuer Nutzen für diese Ressourcen, was ich sehr genial finde. So, dann hat man ein Dreierteam und will nun, sagen wir mal, gegen jemanden kämpfen, der direkt neben mir steht. Tippt man rechts unten an, in der Nähe, dann auf den entsprechenden Tabulator ganz links. Dann hat man entweder die 3 Köpfe für die Teamleiter oder einen QR-Code. Den kann man dann ganz einfach mit der Kamera abscannen. Und schon geht's los. Der abscannt, also der Herausforderer sozusagen, der darf eine Liga auswählen, Super, Hyper oder Meisterliga. Und der andere bekommt dann so ein Pop-up und kann akzeptieren oder ablehnen. Keine Sorge, es ist vielleicht schon möglich oder kommt das in Zukunft, es ist auf jeden Fall geplant, dass man diese Pop-ups deaktivieren kann, weil ansonsten wäre das zu nervig, wenn die Freunde andauernd Anfragen schicken, wenn man gerade keine Lust hat. So, dann wählt man sein Dreierteam aus, entweder ein vordefiniertes Team oder tippt selbst die Pokémon an. Und danach geht's auch schon direkt los. 3 gegen 3. Man sieht vorher nicht,
welche Pokémon der Gegner hat, es sei denn, man schielt so ein bisschen zum anderen Handy rüber. Aber ansonsten ist es eine komplette Überraschung. Man hat dann durch normales Tippen seine schnelle Attacke, ganz normal, wie das bisher auch schon war. Und dann sind aber zwei Buttons, wenn man zwei Attacken erlernt hat, zur Verfügung und man kann auswählen. Und sagen wir mal, die eine Ladeattacke benötigt mehr Energie zum Aufladen, dann spielt das auch hinein. Also dann könnte man die eine vielleicht schon einsetzen, die andere aber noch nicht. Die Energie wird da jeweils so berechnet, wie das eben auch damals war mit den Ladeattacken. Die großen Charge Bars, die dauern länger, und welche, die kleiner sind, kann man häufiger einsetzen. Wenn ich jetzt eine Attacke einsetze, eine Charge-Attacke, eine Ladeattacke, dann hat mein Gegenüber die Möglichkeit, mit einem Protect Shield, auf Deutsch vermutlich Schutzschild, die Attacke abzuwehren. Man hat aber pro Kampf nur eine begrenzte Anzahl an Schilden zur Verfügung. Bei uns in der Testversion waren es zwei, was ich ganz fair fand. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Pokémon plötzlich auftaucht, sagen wir, ich habe einen Aquana und mein Gegner plötzlich ein Raikou und das wusste ich eben vorher nicht, dann eventuell schnell Schutzschild einsetzen, um die erste Attacke abzuwehren und danach Pokémon wechseln. Man kann nämlich im Kampf, die Kämpfe sind Echtzeit, also alles wie gehabt, kann man Pokémon wechseln, aber nicht beliebig oft, denn da gibt es eine Abklingzeit. Also man wechselt dann das Pokémon und muss danach einige Sekunden warten, bis man erneut das Pokémon austauschen kann. Ausweichen, links nach rechts nach links wischen, funktioniert wie gesagt nicht mehr. Dafür gibt es eben jetzt den Schutzschild. Aber eine Sache ist neu, wenn man eine Ladeattacke ausgewählt hat, hat man ein kleines Zeitfenster von ein paar Sekunden, wo man, wenn man schnell auf den Bildschirm tippt, die ganze Ladeattacke noch mehr aufladen kann. Und dann verursacht sie ein bisschen mehr Schaden. Das ist eine Sache, wo ich sagen muss, das wird man sich noch ansehen, ob das auch nach dem 100. Kampf noch spaßig ist, so ganz schnell auf den Bildschirm zu tippen, dass die Attacke noch mehr Schaden verursacht. Aber wir auf jeden Fall in den 2 Stunden hatten damit schon mal Spaß. Aber wie gesagt, da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht nach einer Zeit ein bisschen langweilig wird. Aber ansonsten, wenn dann von einem Trainer die 3 Pokémon das Zeitliche gesegnet haben, hat der andere Trainer gewonnen. Sollte vorher die Zeit ablaufen, dann werden die KP und zwar prozentuell hergenommen und der mit den meisten prozentuell verfügbaren KP, der hat dann gewonnen, aber sowohl die Gewinner als auch die Verlierer bekommen eine Belohnung. Wir haben wirklich häufig einen Sinnoh-Stein bekommen, auch so 6000 Sternenstaub mal 4500 Sternenstaub, all solche Geschichten. Okay, und jetzt sehe ich schon die Fragen. Schilling, können legendäre Pokémon verwendet werden? Wie sieht's mit mysteriösen Pokémon aus, etc.? Es können alle verfügbaren Pokémon gewählt werden, außer Ditto und Ninjatom. Diese beiden sind aktuell nicht möglich, aber alle anderen Pokémon, damit kann man kämpfen. Mewtwo, alle legendären, völlig egal, man kann jedes Pokémon verwenden. Was man machen kann, ist natürlich, man spricht sich untereinander ab und sagt zum Beispiel, okay, jetzt ein Kampf ohne legendären Pokémon oder jetzt ein Kampf nur mit legendären oder jetzt ein Kampf nur mit Baby-Pokémon, nur mit Startern, nur mit pinken Pokémon, was auch immer, da ist der Kreativität im Prinzip keine Grenze gesetzt und man kann sich mit seinem Kontrahenten ausmachen, was man möchte. Der andere muss sich nur daran halten. Okay. Das soll jetzt erstmal alles gewesen sein zum neuen PvP-Feature, beziehungsweise PvP heißt Spieler gegen Spieler, Player versus Player. Und man kann sogar gegen eine KI, gegen eine künstliche Intelligenz kämpfen. Aber so, das ist eben der Name, den ich diesem Update gebe, weil jeder hat immer monatelang von PvP gesprochen. Also genau. Beim Kämpfen kann ich sagen, ich hatte zum Beispiel ein kleines Gemetzelchen gegen Spark und zwar in der 1500er Liga. Dachte mir, Spark wird Elektro nehmen ohne Ende. Dann packe ich mal Rizeros oder Rihornio ein. Plötzlich kommt ein Bisasam. Naja, Bisasam gegen Rizeros mit Pflanze ist eventuell nicht so schlau, aber ich dachte mir, hallo, ein Bisasam gegen Rizeros, das wird schon klappen. Falsch gedacht. Also vor allem mit den 2 Attacken und den WP-Begrenzungen und dann die Typeffektivitäten etc.
da kommt schon so einiges zum Vorschein. Strategien, die man da jetzt entwickeln kann. Ein perfektes Dreierteam zusammenbasteln, wo man immer für alles einen Counter und eine Antwort parat hat. Und besonders eben überlegen, welche Attacken gibt es denn eigentlich bei den Pokémon. Nehmen wir zum Beispiel mal, keine Ahnung, jetzt brandaktuell Turtok wegen des Community Days. Turtok hat dann mit Aquahaubitze eine Wasserattacke. Man könnte eine zweite Attacke erlernen. Was nimmt man da? Hydropumpe. Aber warum zwei Wasserattacken, die relativ ähnlich sind? Ergibt für mich wenig Sinn. Da hat man aber noch einige andere Optionen, wie zum Beispiel eine Eisattacke jetzt für Turtok. Und so ergeben sich eben richtig feine Typen. Komplett die gesamte Pokémon-Liste durchgehen, überlegen, wo könnte man eine feine dritte Attacke dazu basteln. Ja, das war alles, was ich zum PvP-System mal sagen wollte. Macht euch auf jeden Fall gefasst. Ich kann und darf zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, noch nicht verraten, wann es losgeht, aber auf jeden Fall bald. Niantic wird da für verfrühte Weihnachten sorgen. Paar Kämpfe gegen Abonnenten, sogar die aus Deutschland. Ich habe da einige beste Freunde, Hyperfreunde. Oh Mann, ich freue mich schon richtig auf dieses Update. Ja, bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Alles in Ordnung, das wird rausgeschnitten. Cut, cut, cut. Thank you, Matt and Rob.